Lieder singen mit einem richtigen Musiker, das ist für Kinder ein tolles Erlebnis. Jonathan Böttcher ist ein Liedermacher und singt seit vielen Jahren Land auf, Land ab in evangelischen und katholischen Kirchen. Bei einem Konzert in Augsburg hat er für viel Begeisterung bei seinen jungen Zuhörern gesorgt. Simona Hanselmann-Rudolf war dabei. Kinderkonzert in der evangelischen Auferstehungskirche in Augsburg. Das Besondere, christliche Songs stehen auf dem Programm. Der Gitarrist und Sänger Jonathan Böttcher macht seit 35 Jahren christliche Musik. Meist für Erwachsene, heute ist er für die Kinder da. Seine Kollegin Bärbel Kuhns ist gelernte Erzieherin. Sie animiert die Kinder zum Singen und Mitmachen. Ich habe mit 18 Jahren angefangen, Musik zu machen, als Straßenmusiker, und habe dann eine, das mag in den Ohren mancher Menschen vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, eine klassische Bekehrung erlebt und habe dann durch dieses Erlebnis mir gewünscht, dass ich meine Musik verwende, um von dieser christlichen Botschaft zu singen. Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. Wenn ich dich auch gar nicht sehe, weiß ich sicher, du bist hier bei mir und dir. Wenn ich in einem Kinderkonzert merke und feststelle, da ist ein Kind, das kriege ich nicht. Es macht nicht mit, es sitzt sehr passiv da, Arme verschränkt und so. Und ein echtes Highlight für mich ist, wenn wir dann im Konzert, meine Sängerin Bärbel Kuhns und ich, wenn wir dann erleben, wie wir das Kind kriegen. Das ist für mich schon ein Highlight, das ist was sehr Besonderes. Vom Himmel fällt's herab. Der Musiker lebt in Hamburg. Durch ganz Deutschland tourt er. In der evangelischen Auferstehungskirche in Augsburg tritt er regelmäßig auf. Die Kinder kennen ihn und deren Eltern haben Jonathan Böttcher sogar schon in ihrer eigenen Jugendzeit gehört. Also ich fand es ganz toll, dass Jonathan wieder da war. Ich habe das als Jugendliche schon mitgemacht und habe Jonathan und Laura gehört und fand das einfach toll mit den Kindern. Meine Kinder lieben die Lieder und machen mit Begeisterung mit. Und ich finde es schön. Mir hat am besten das Lied Gott hat die Welt gemacht gefallen. Dass da Kindermusik war und dass wir auch mitsingen durften. Im nächsten Jahr wollen sie wiederkommen. Jonathan Böttcher und Bärbel Kuhns sind bereits gebucht.